Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diese super weichen, leckeren Schokobrötchen. Die sind wie vom Bäcker. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Für die super weichen Schokobrötchen verwende ich 500 Gramm Mehl, eine halbe Packung frische Hefe, 225 Milliliter lauwarme Milch, ein Ei, 125 Gramm Puderzucker, ein Päckchen Vanillezucker, 100 Gramm Schokotröpfchen und 50 Gramm sehr weiche Butter und eine Prise Salz. 20 Gramm weiche Butter und ein weiteres Ei werde ich später benutzen, das zeige ich euch aber dann noch. Da können wir auch schon loslegen. So, ich nehme als erstes die lauwarme Milch, ein bisschen von dem Puderzucker und die frische Hefe und das wird umgerührt, bis die Hefe sich aufgelöst hat und das lasse ich jetzt 5 Minuten stehen, bis sie richtig schön aktiv ist. So, die Hefe ist jetzt schön aktiv, jetzt kommt der Rest dazu und zwar das Mehl, der Zucker, eine Prise Salz, Vanillezucker und ein Ei. Das wird jetzt erstmal gut verknetet und wenn der Teig sich so ein bisschen gebunden hat, dann kommt die weiche Butter dazu. So, der Teig ist jetzt fertig. Ist ein schöner weicher Teig. Jetzt kommen noch die Schokotröpfchen dazu. So, der Teig ist jetzt fertig. Ich werde ihn jetzt zudecken und an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen. Eine Stunde ist jetzt um und der Teig ist sehr schön aufgegangen. Jetzt kann ich die Schokobrötchen weiterverarbeiten. Ich mähe so ein bisschen meine Arbeitsfläche. Bisschen die Luft rauslassen, dann rolle ich den Teig. Und ich möchte den Teig einmal wiegen, damit ich weiß, wie viele Brötchen ich machen kann, damit die alle dieselbe Größe haben. Die Schokobrötchen habe ich jetzt fertig gerollt. Jetzt kommen die auf ein Backblech. Das Backblech belege ich mit Backpapier und dann müssen die noch mal eine Stunde gehen. So, eine Stunde ist jetzt um und die sind auch schön aufgegangen. So, die Schokobrötchen sind jetzt bereit für den Backofen. Ich werde sie nur noch mit dem Ei, was ich so ein bisschen verrührt habe, damit werde ich die Brötchen bestreichen. So, die Brötchen sind jetzt fertig für den Backofen. Ich habe den Backofen schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze und da werden sie ca. 15 bis 20 Minuten backen. Das ist allerdings immer ein bisschen backofenabhängig. Ihr müsst dann halt mal gucken, wie euer Backofen so tickt. Ich würde ab 10 Minuten dann immer mal so kontrollieren, aber im Durchschnitt dauert es so 15, 16 Minuten. Also dann bis gleich.
Die leckeren Schokobrötchen sind jetzt fertig. Die waren genau 17 Minuten im Backofen bei mir. Ihr müsst halt mal gucken, wie es bei eurem Backofen so ist. So, noch im warmen Zustand werde ich die, ich hatte ja noch so 20 Gramm Butter bei der Beschreibung vorhin. Die Butter ist ganz weich und noch in diesem Zustand, wo sie noch schön warm sind, werde ich sie mit der Butter bestreichen. Das hilft, dass die ganz geschmeidig und ganz weich bleiben, auch morgen, also am nächsten Tag. Ich will die nur ein bisschen trennen. Einige. Oh, heiß. Ich kann die euch auch mal zeigen. Die sind auch unten schön richtig eine schöne Farbe. So, jetzt streiche ich die ganz schnell mit Butter ein. Die saugen die Butter auch sofort auf. Die lasse ich jetzt noch ein bisschen auf dem Backblech abkühlen, dann können sie in Ruhe die Butter aufsaugen und dann kann ich sie auch schon servieren. Die leckeren Schokobrötchen sind richtig super weich geworden und es duftet hier unglaublich gut. Probiert dieses Rezept unbedingt mal aus. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.